geworden. Die Kommission stellt dann fest, dass es offensichtliche Fehlanreize beim Morbi-RSA nach wie vor gibt. Es gibt Überdeckungen für Junge und Gesunde, es gibt Unterdeckungen für Alte und Morbide, um ein wichtiges Schlaglicht, das der Kommission aufgefallen ist, hier darzustellen. Davon ausgehend ist dann die Frage, wie geht man damit um? Und da hat die Kommission ganz grundsätzlich, das ist vorhin in den Darstellungen von Herrn Hildebrand ja auch deutlich geworden, einen solchen Zweischritt zwischen einer mehr mittelfristigen Reformperspektive und kurzfristiger, konkreteren Handlungsempfehlungen. In der Reformperspektive sieht es die Kommission als erforderlich an, dass das Management der Kassen mit Blick auf die Versorgung attraktiver sein muss als das Suchen nach attraktiven Risiken und dass dies eine Leitschnur für die Weiterentwicklung des Risikostrukturausgleichs sein sollte. Und in der Reformperspektive, das kommt gleich nochmal bei den konkreten Handlungsempfehlungen, wird ein Komplex angesprochen, über den wir sicherlich nachher diskutieren werden, wo ich auch über Ihre Diskussionsbeiträge total gespannt bin, nämlich die Frage, ob es sinnvoll sein könnte oder wie man es ausgestalten könnte, dass man in den RSA Elemente reinnimmt, die Versicherte in Regionen mit sozial schwächerer Struktur besonders fördert. Das ist keine, um das auch deutlich zu sagen, keine schlichte Regionalvariable für 16 Bundesländer jeweils eine Variable, sondern das trägt natürlich diesem Anliegen nicht Rechnung, sondern es ist ein differenzierterer Ansatz. Wir denken, dass man über sowas, da möglicherweise überschreitet man dann auch die Grenzen eines rein deskriptiven Ausgleichselements durch normative Elemente, auch das werden wir sicherlich nachher diskutieren müssen. Die konkreten Handlungsempfehlungen lauten, Fehlanreize im Morbi-RSA zu beseitigen. Die Kommission nennt beispielhaft hier drei Stichworte. Die Fehlkonstruktion bei den Sterbenden, eine unzureichende Differenzierung bei den Kostenerstattungsvariablen und das nach wie vor ungelöste Problem des Krankengeldes. Sie hat den Prüfauftrag, das ist das, was ich eben schon ausgesprochen hatte, reingenommen, einen regionalen Sozialindikator mit reinzunehmen als Prüfauftrag. Wir sind uns sicher, dass man in der Richtung arbeiten muss. Ob es am Schluss rauskommt, müsste man sehen. Und das Zweite, auch in Form eines Prüfauftrags, Herr Hildebrand hat heute Morgen schon richtig darauf hingewiesen, dass das eine Diskussion ist, die wir seit eigentlich der ersten Einführungsphase des Morbi-RSA haben. Wie gehen wir damit um, dass es ja schon potenziell ein Spannungsverhältnis gibt zwischen Prävention, Sekundärprävention und Vergütung für Ist-Ausgaben, durchschnittliche Ist-Ausgaben in gegebenen Gesundheitszuständen. Und wir wollen den Gedanken in die Diskussion werfen, ob man die Verbesserung des Gesundheitszustandes als eine Variable im RSA mit aufnehmen kann, um sozusagen dieser latenten Gefahr, wenn ich den Gesundheitszustand verbessere, kann es Konstellationen geben, bei denen ich meinen Deckungsbeitrag verschlechtere, dass ich der Situation sozusagen entgegenwirken kann. So viel zum Thema Morbi-RSA. Das zweite Thema, was unter Vergütungen ethisch weiterentwickeln fällt, ist das Thema Vergütungs der Leistungserbringer. Es ist evident, dass Vergütungssysteme ein zentraler Baustein für Anreizstrukturen sind. Und die Kommission hat eine Bestandsaufnahme exemplarisch eigentlich mehr vorgenommen, wo sie Fehlanreize in diesem Themenfeld sieht und beispielhaft hingewiesen darauf, und das ist ein ganz wichtiger Punkt für den weiteren Gang auch der Arbeit, auch an anderen Stellen in dem Kommissionsbericht, dass Vergütungen eigentlich nirgendwo einen Bezug zum Gesundheitsergebnis haben, dass die Vergütungen im ambulanten Bereich nicht ausreichend auf kooperative, sektorübergreifende
eine Versorgung ausgerichtet sind. Dann die ganze Thematik, die wir im letzten Jahr länglich diskutiert haben, Fehlanreize, die durch das DRG-System hervorgerufen sind, etc. Und schließlich, und in der Diagnose kann man das ja eigentlich kaum bestreiten, die Fehlanreize, die durch das duale Vergütungssystem hier zweistufig mit EBM und dort einstufig mit GOE und einem höheren Vergütungsniveau ausgelöst werden. Die Reformperspektive bezüglich der Kollektivverträge geht dahin, dass die Kommission sagt, es sollten die Anreize so umgesteuert werden, dass Anreize für sektorübergreifende Koordination und Kooperation gestärkt werden, dass wir nachdenken über Vergütungsbestandteile, die gute Qualität belohnen, die leitliniengerechtes Verhalten belohnen etc. Bei den Selektivverträgen ist uns wichtig, dass alle Selektivverträge die Basisanforderungen mit Blick auf Qualität und mit Blick auf auch Transparenz über Qualität erfüllen. Handlungsempfehlungen. Die Kommission empfiehlt an anderer Stelle, vielleicht kann Frau Tophoffen da gleich in der Übergangsmoderation noch einen Satz zu sagen, neue Modellvorhaben für multiprofessionelle Anbietende im ambulanten Bereich. Und hier ist die Idee, dass wir für die auch spezifische Vergütungsinstrumente brauchen im Sinne von Komplexpauschalen, die dieser Multiprofessionalität Rechnung tragen. Wir schlagen vor, dass die KVen einen zu bestimmenden Anteil der Vergütung für Leistungen verwenden sollen, der Vergütung verwenden sollen für Leistungen, die in besonderem Maße die Qualität der Versorgung verbessern. Wir machen uns Gedanken über die Zusammenführung von EBM und GOE in einem einheitlichen Preissystem. Ich denke, allen hier im Raum ist bekannt, dass das auch das ein dickes Brett ist, das wir sicherlich nur ansprechen und nicht erschöpfend in dem Gutachten oder in dem Kommissionsbericht bearbeiten. Die Kommission hat sich auch ausgesprochen für eine Zusammenlegung von INEC und INBA. Ich persönlich verweise auf die Generalklausel, dass nicht jeder alles, was da drin steht, uneingeschränkt teilt. Schließlich ist die Kommission der Auffassung, dass wir auch versuchen müssen, und auch das Brett ist natürlich dick, ergebnisabhängige Vergütungselemente im Krankenhaus einzuführen. Herr Hildebrandt hat das heute Abend die Post-DRG-Phase genannt. Vorhin sicherlich ist das eine mittelfristige Reise, aber irgendwann muss man anfangen. Vielen Dank. Zunächst noch eine Bitte von der Technik. Könnten Sie Ihre Handys auf Flugmodus stellen? Wenn das nicht der Fall ist, spielt hier offensichtlich die Technik verrückt. Sie haben jetzt durch die Einleitung von Herrn Professor Wasem gehört, dass wir zwei große Themenblöcke haben, sozusagen die ewigen Fragen der letzten Gesundheitsreformen, das eine der Morbi-RSA, das andere, wie kann man über Vergütung steuern? Wir hören jetzt erst drei Statements, die im Schwerpunkt sich mit dem Thema, wie kann man über Vergütung vielleicht steuern, und dann zum Schluss Herrn von Stillfried zum Morbi-RSA. Gleich eine Frage. Gerne. INBA ist das Institut des Bewertungsausschusses, zuständig für die ambulante Vergütung. INEC ist das Institut Entgeltsystem im Krankenhaus, auch in gemeinsamer Trägerschaft der Selbstverwaltung. Danke für die Hilfe. Also, wir beginnen mit den Statements. Ein Thema war klar, auch in dem Vortrag von Herrn Wasem: Wenn man über Anreize steuern will, dann muss man wissen, wohin man steuert. Dann muss gute Versorgung, dann muss Qualität erkennbar sein. Damit sind wir bei den Statements. Als erstes hat das Wort Herr Professor Neugebauer, Inhaber des Lehrstuhls für chirurgische Forschung an der Universität Witten-Herdecke, Mitglied des Vorstandes für das Netzwerk Evidenzbasierte Medizin und Vorsitzender des Netzwerks für Versorgungsforschung. Sie haben das Wort. Vielen Dank. Und gerade Herrn Wasem weg. Irgendwo wird mein Vortrag sein. Nee.
ist originell, finde ich, ja. Sieht besser aus. Also, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bedanke mich sehr bei der Böll-Stiftung für die Einladung. Ich habe auch eine Vorbemerkung. Ich stehe also für die Versorgungsforschung hier, und in der Versorgungsforschung geht es am Ende um den Patienten, und das wird mein zentrales Thema sein. Das heißt also, es geht nicht nur um Input, Throughput, Output, also Leistungserbringung, möglichst viel und das alles bezahlen, sondern was kommt beim Patienten an und hat er was davon. Und ich glaube, dass in dem Bericht, den ich jetzt erst seit kurzem selber auch habe, das Thema Patient zwar auf der Makroebene vorkommt, aber auf der Mikroebene, da wo es uns eigentlich angeht, so jeden Tag, zu wenig. Insofern habe ich meinen Schwerpunkt ein bisschen dahin gelegt und habe vielleicht in dem Punkt etwas dem Bericht zuzufügen. Das kennen Sie jetzt schon. Ich wusste nicht, inwieweit Herr Wasim das alles darstellt, aber ich habe mir auch meine eigenen Gedanken gemacht und so ein paar Dinge nur ergänzend am Beginn in Rot meistens markiert, die ich dazu ergänzen würde zu dem, was in dem Bericht jetzt steht. Zur Bestandsaufnahme noch: mehr Gesundheit für alle durch eine am Patienten, am Bürger orientierte Politik. Da komme ich dann später nochmal darauf, wie kriegen wir sowas überhaupt eigentlich umgesetzt? Am Bürger orientierte Politik. Zu den Reformperspektiven finde ich hervorragend, was geschrieben wurde, ist, was leistet wer wie gut, und dass wir uns an der Qualität orientieren. Ich bin mit dem Bericht in großen Teilen sehr happy, muss ich sagen, und trage die meisten Dinge auch mit. Es ist ein dickes, riesen, nicht ein Brett, es ist im Prinzip ein ganzes Haus, was man da aus dicken Brettern zusammengebohrt hat, was man heben muss. Wert statt Menge, Value statt Volume, haben wir gehört. Und ich glaube, eine Sache, die noch nicht so richtig erwähnt worden ist, dass wir eine gezielte Bildungsoffensive brauchen für ein besseres Wissen um Gesundheit und Krankheit. Also es besteht ja der Anspruch im Gesundheitswesen von vielen Patienten, die sagen, also ich will immer das Neueste haben, und es wird auch induziert an so das sogenannte Anspruchsverhalten. Ich glaube, dass das falsch ist. Wir müssen an diesem Punkt etwas ändern. Wie wir das tun können, gibt es verschiedene Vorschläge. Ich glaube, dass wir sogar in der Schule anfangen müssen und ein Fach Gesundheitserziehung oder Gesundheitskunde oder so einbringen müssen. Also da ist etwas zu tun. Das System verhält sich immer so, wie die Nachfrage initiiert ist. Und die sind halt erzogen im Gesundheitssystem über die letzten 30 Jahre oder sowas. Da gibt es einen Doktor, zu dem gehen wir, und der wird schon richten. Ich glaube, dass wir die Erziehung dahingehend ändern müssen, dass der Patient selber seinen Beitrag leisten muss, um gesund zu werden, und nicht diese Inanspruchnahme überzieht. Gut, es bestehen eine ganze Reihe von Fehlanreizen, das muss ich jetzt nicht wiederholen, das deckt sich im Wesentlichen mit dem Bericht von Herrn Wasim im ambulanten als auch im Krankenhausbereich. Dass die Krankenhäuser, ich habe das nochmal hervorgehoben, gibt es hier sowas? Geht, glaube ich, jetzt irgendwie nicht. Eher investiert haben in Codierungsqualität und gezielte Mengenausweitung, halte ich natürlich, ich meine, wenn ich Krankenhausvertreter wäre oder Chef eines Krankenhauses, würde ich das genauso machen. Aber natürlich ist das die völlig falsche Richtung für den Patienten. Art und Ausmaß der Behandlung wird eben nicht von der Schwere der Erkrankung, sondern von der Art ihres Krankenversicherungsschutzes oder der privaten Zahlungsbereitschaft abhängig gemacht. Das geht so gar nicht. Auf Dauer. Zu den Reformperspektiven möchte ich nur noch dazu sagen, das fehlt in dem Bericht eigentlich der Begriff Fehlversorgung. Sie haben ihn gerade kurz erwähnt. Das ist ein sehr großer Bereich, gerade jetzt im Bereich der diagnostischen und der daraus abgeleiteten therapeutischen Verfahren. Fehlversorgung durch mangelndes evidenzbasiertes Verhalten fehlt in dem Bericht. Und ich glaube, ganz wichtig ist, dass wir es schaffen müssen, wie ich bin selber beteiligt an der Erstellung von Leitlinien in verschiedenen Bereichen. Viele Leitlinien werden deswegen nicht umgesetzt, weil es einfach einen Negativanreiz gibt, Leitlinien eben nicht umzusetzen, weil damit finanzielle Einbußen für Einzelne verbunden sind. Geht gar nicht. Wieso setzen wir uns hin mit 22 Fachgesellschaften, beispielsweise für die Schmerzleitlinie, sitzen 2 Jahre oder 2,5 Jahre, kommen dann zu Ergebnissen, und dann ist es irgendwie nett, das irgendwie publiziert zu haben, aber ändern tut sich nichts. Geht irgendwie nicht.
Zu den Handlungsempfehlungen habe ich beim letzten Punkt, die KVen werden verpflichtet, mit einem zu verhandelnden Anteil der Gesamtvergütung die Erbringung von Leistungen zu fördern, die Qualität der Versorgung zu verbessern. Also da kommt das Stichwort natürlich stärkere Patienteneinbringung, stärkere Patientenbeteiligung. Und glaube ich, das geht dann gut, wenn es der Arzt wieder schafft, Vertrauen bei seinem Patienten zu erzeugen. Und da ist momentan ein großer Nachholbedarf. Wenn Vertrauen besteht, wird der Patient sich auch stärker beteiligen. Wenn er das nicht tut und er weiß genau, der wird geigelt, auf Teufel komm raus, dann wird das nicht passieren. Also da ist Nachholbedarf, und zwar bei der eigenen Profession. Hier hatten Sie das wunderbar gesagt, Sie haben sich davon distanziert, dass man vielleicht die beiden Zange zusammenführen soll. Ich glaube, dass wenn das System sich weiterentwickeln soll, anders als Sie, Herr Wasem, halte ich es für eine ziemlich gute Idee, wenn diese beiden Bereiche, die bisher separat agiert haben, und wir wollen ein gemeinsames Gesundheitssystem, in diesem Bereich zusammengehören. Für Krankenhäuser sind die Anreize für ergebnisabhängige Vergütungssysteme zu schaffen. Dazu gehört eine am Patienten nutzenorientierte Indikationsstellung, auch am Patienten nutzenorientierte Indikationsstellung. Also ich komme aus dem Bereich der Chirurgie, die asymptomatische Gallenblase muss ich nicht operieren, weil die Patientin vielleicht irgendwie sich auf einen Urlaub begeben möchte. Ich muss nicht dauernd sozusagen präventiv irgendetwas machen. Die Offenlegung der Ergebnisqualität auch aus Patientensicht und die Förderung der intersektoralen Kooperation ganz klar. Krankenhausroutinedaten über weitere Genesungen nach dem Krankenhausaufenthalt werden dafür mit dem DRGs in Beziehung gesetzt. Eine Riesenaufgabe, kann ich nur sagen, weil wir jetzt bisher diese Möglichkeit eben noch nicht haben, aber eben im Bereich der Versorgungsforschung da ein Riesenfeld sehen, uns dort zu bewegen. Das Ziel ganz klar ist die ökonomische Belohnung des bestmöglichen Qualitätsergebnisses. Was sind die offenen Fragen, die sich ergeben? Wie erreichen wir eine Rahmenvereinbarung, die den Gesundheitsnutzen tatsächlich belohnt? Also das ist das Haus mit den vielen Brettern. Wer legt eigentlich den Gesundheitsnutzen fest? Jetzt kommen wir schon so langsam dahin, wo wir sagen, gar nicht so einfach. Ja? Soll das der Patient selber tun? Ist doch irgendwie alles subjektiv, werden Sie dann sagen. Ich sage, viele Dinge, die wir glauben, dass sie subjektiv sind, sind viel objektiver als ein Röntgenbild oder ein CT oder so. Soll es der Arzt alleine machen oder soll es sogar die Kasse bestimmen? Ist eine Arbeitsgruppe wert, auf jeden Fall. Für mehr Gesundheitseffizienz ist eine zuverlässige Qualitätsmessung auf beiden Ebenen der Leistungserbringenden und der Krankenkassen natürlich unverzichtbar. Was ist denn eigentlich mit dem Patienten und der des Patienten vielleicht auch? Also fragen wir doch ihn einfach mal, ja. Aber so einfach ist das auch wieder nicht mit den Fragen des Patienten und der Bestimmung des Nutzens. Also ziemliche Baustelle. Wir brauchen Indikatoren für die Qualität der Versorgungsergebnisse. Wunderbar, dass das Deutsche Netzwerk für Versorgungsforschung da ins Spiel gebracht wurde. Die Aufgabe nehmen wir gerne an, Herr Wasem. Können Sie schon notieren. Der optimale Gesundheitszustand der Versicherten muss zur ökonomischen Zielgröße im Gesundheitssystem werden. Das ist eigentlich durchgängig das Statement. Ich habe noch zwei Herausforderungen. Relevante Qualitätsmerkmale für Entscheidungen sind nur vereinzelt und in für Versicherte schwer zugänglicher Form verfügbar. Das ist so. Ein zentraler Punkt sind die Indikatoren. Wir haben die. Das ist alles schön, dass wir uns jetzt vieles überlegen. Ja? Wir haben die aus den Kassen, von den Krankenkassen. Aber wir haben die nicht tatsächlich von den Patienten. Wenn wir sagen, wir wollen den Patienten in den Mittelpunkt stellen und Outcome-Daten des Patienten mit einbeziehen, wo kriegen wir denn diese Daten eigentlich her? Also das ist eine Wunschvorstellung. Ich habe jetzt gerade beim Endoprothesenregister, bin ich auch in diesem Beirat, haben wir genau darüber geredet und gesagt, ja, das können wir jetzt eigentlich noch nicht machen. Wir fangen erstmal so an und das kommt dann später. Ich hoffe, das kommt dann später. Solange ich in diesem Beirat bin, will ich darauf insistieren, dass wir diesen Bereich dessen, was der Patient für Qualität hält, auch berücksichtigen. Das komme jetzt schon zu dem Punkt, wie soll man die Patientenpräferenzen eigentlich berücksichtigen? Also ich habe einfach nur ein paar Fragen gestellt. Ich will Ihnen jetzt nur mal, und das ist mein Punkt, sagen, und das aus einer Untersuchung der Bertelsmann Stiftung, vielleicht kennen die einige, was ist denn eigentlich eine gute und eine schlechte Qualität aus Sicht der Patienten? Also jetzt, ich komme jetzt tatsächlich mal auf die Mikroebene, ja? Mangelndes Zuhören des Arztes, unzureichende Absprache über Therapie, nicht ernst nehmen der geäußerten Beschwerden, unzureichende Erklärung des Krankheitsgeschehens. Und gute Qualität, Fachwissen, Qualifikation des Arztes, Vertrauen, wieder Vertrauen,
Die Zeit, die er sich nimmt, geht ja jetzt alles irgendwie gar nicht. Ja? 19 Minuten, habe ich gelesen, verbringt ein Chirurg am Tage, um dem Patienten irgendwas zu erzählen. Dazu gehört, guten Morgen, wie geht's? Wissen Sie, wie Sie sich hier verhalten sollen und so. Also das ist so alles zusammensummiert, macht 19 Minuten aus. Das System hat sich überholt, geht so gar nicht. Deswegen kommen viele Patientenbeschwerden. Die Verständlichkeit und Vollständigkeit von Informationen und Aufklärung und die Art der Einbeziehung in die Entscheidungsfindung. Das ist das, was der Patient als gute Qualität, wie soll man das denn messen? Gar nicht so einfach. Also was wir wollen, und alle, die im Saal sitzen, glaube ich, würden das gleich wollen. Wir wollen eigentlich ein evidenzbasiertes Verhalten, erwarten wir, also Best-Practice-Verhalten. Im Prinzip ist das diese Dreiheit, die auch evidenzbasierte Medizin ausmacht, nach der wir behandelt werden müssen. Das kommt in dem Bericht so noch nicht ausreichend vor. Ich habe jetzt mal hingeschrieben, wo wir besser geworden sind, dadurch, dass wir vielleicht Leitlinien haben, ist, dass der Arzt ab und an die Leitlinie liest und sich danach verhält. Wir haben ja jetzt genügend davon, auch hohe Qualität S3. Also das ist besser geworden. Der Arzt mit seiner Erfahrung und Fertigkeit bezieht das externe Wissen, also wissenschaftliche Ergebnisse, mit ein. Wo wir schwach sind, schwach deswegen, weil es relativ wenige Patientenleitlinien, evidenzbasierte Patientenleitlinien oder Informationen gibt, dass das vom Patienten überhaupt wahrgenommen wird. Also ich sage nur mal die Gruppe um Frau Mühlhauser, ich sehe sie gerade jetzt hier, hat sich da seit Jahren oder Jahrzehnten fast redlich bemüht, das zur Verfügung zu stellen. So richtig genutzt werden sie nicht. Wir haben selber eine zu Schmerz gemacht, Schmerzoperationen. Es passiert relativ wenig, dass sie runtergeladen und tatsächlich umgesetzt werden. Also der Patient findet das auch nicht. Also da ist eine Baustelle, aber die noch größere Baustelle sehe ich zwischen Arzt und Patient selber. Das heißt also, wenn wir wollen, dass der Patient mitarbeitet an seiner Gesundheit, dann müssen wir einbeziehen die Erfahrungen, die Erwartungen, die Werte, die Kultur, die der Patient selber mitbringt. Er wird dann entsprechend mitarbeiten und das tun wir nicht, weil überhaupt auch keine Zeit ist. Also müssen wir vielleicht darüber nachdenken, wo wir eigentlich Zeit parken, damit der Patient sich einbringen kann in das Ganze. Die EZQ hat eine wunderbare Broschüre herausgegeben, hat mal analysiert, aufgeschrieben, die Bedürfnisse von Patienten, also Ursachen, Hintergrund ihrer Krankheit verstehen, realistische Vorstellungen von der Prognose zu haben, ausführliche Informationen über Diagnose und Therapieverfahren, Abläufe, wahrscheinliche Behandlungen, wahrscheinliche Ergebnisse von Behandlungen. Und Sie sehen auch, blau markiert, Informationen, was Sie selbst zur Heilung beitragen können und wie Sie Rückfälle oder Neuerkrankungen verhindern können. Das sind Grundwünsche und das ist in diesem Manual, was ich immer noch ganz gut halte, mal dargelegt. Reformschritte zur Steigerung der Gesundheitseffizienz aus sich heraus. Ich glaube, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen für Ärzte muss man aufnehmen, auch wieder mal zu trainieren, wie man denn überhaupt mit dem Patienten redet. Da gibt es gute Programme. Ich glaube kaum, dass... Also es gibt naturgeborene Talente, die können vielleicht mit den Patienten reden, aber viele können das eben nicht. Und wenn ich das Thema ab und an aufbringe, dann wird gesagt, ist ja schon mal gut, dass der überhaupt Deutsch kann. Also da gibt es aber noch weitere Kompetenzen, die ich einbringen muss. Entwicklung von Patienteninformationen und Entscheidungshilfen, evidenzbasiert, zur Verbesserung von Patienteninformationen und auch der Arzt-Patienten-Kommunikation. Und was ich eben erzählt habe, Einbindung und Politik, sollte sich vielleicht auch darum kümmern, die Patienten deswegen stärker zu beteiligen, indem sie Patientenschulungen mit unterstützt. Und es gibt gab es in Jena und gibt es in Hannover Patientenuniversitäten, Bürgeruniversitäten. Vielleicht kann man darüber bestimmte Gesundheitsinformationen auch besser transportieren. Es gibt eine ganze Reihe von Defiziten. Kranke haben ein großes Informationsdefizit, was Informationsbedürfnis, was nicht ausreichend befriedigt wird. Das Bedürfnis mitzuentscheiden ist hoch. Arzt und Selbstbeurteilung des Mitentscheidungsbedürfnisses stimmen in der Regel wenig überein und die Krankheit und nicht der Patient stehen halt häufig im Fokus. Es gab, und das sind jetzt meine letzten Bilder, ein Statement aus einer Gruppe von Salzburg, Salzburg Statement on Shared Decision Making, das heißt also, wenn man den Patienten tatsächlich beteiligen will, das ist diese Gruppe hier, Welcome to the Century of the Patient. Ich glaube auch, dass wir jetzt aufgrund dessen, dass Ärzte nicht mehr alleine Wissensträger sind, sondern der Patient sich breit informieren kann, dass wir jetzt in eine neue Ära kommen und das Gesundheitssystem
aufgefordert ist, darauf zu reagieren. Das Salzburg-Statement und Shared Decision-Making sagt, die meisten Patienten sind nicht beteiligt bzw. nicht informiert. Kliniker können den Nutzen ganz gut erklären, den Schaden jedoch nicht. Shared Decision-Making ist überall auf der politischen Agenda. Es gibt aber eine gewisse Cultural Resistance, dieses überhaupt umzusetzen. Wie soll ich den Patienten, warum soll ich den mit einbeziehen? Weil das, ich glaube, weil die Potenz, die in den Patienten selber liegt, überhaupt noch nicht geweckt wurde. Decision Aids sind natürlich keine einfache Sache, aber ich glaube, es gibt gute Beispiele auch weltweit, wie man diese einbeziehen kann in die Arzt-Patienten-Kommunikation. Also wenn der Patient im Mittelpunkt unseres Handelns steht, dann müssen wir die Kommunikation mit ihm verbessern, ihm auf Augenhöhe begegnen, ihm die Informationen geben, die er braucht, die evidenzbasiert ist, Darstellungen und Formate vor allen Dingen anbieten, die er versteht und die leicht zu finden sind. Und dann ändert sich vielleicht ein Bild so ein bisschen in diese Richtung. Und ich glaube, dass hier, und das würde ich in dem Bericht gerne sehen, ein gewisses Umdenken nötig ist. Und wir werden darüber reden, dass mein letztes Bild auf dem Versorgungsforschungskongress, auf dem nächsten, da steht nämlich das Titel, passt ganz gut zu dieser Veranstaltung heute ja auch, Erfolge evaluieren, am Patienten orientieren. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Professor Neugebauer. Und Sie haben recht, den Aspekt findet man nicht so sehr in unserem Kommissionsbericht. Aber zu unserer Verteidigung können wir vielleicht sagen, dass wir schon darüber nachgedacht haben, wie man den Patienten in den Fokus setzt, wie man ihn stärkt in seinem Nachfrageverhalten. Das ist aber Forum 2 und nicht Forum 3. Darum sage ich jetzt nicht weiteres zu. Aber danke für die Ergänzung. Das war wirklich eine wichtige Ergänzung. Und wir kommen zum nächsten Statement von Herrn Dr. Christoph Veit, Geschäftsführer des BQS-Instituts für Qualität und Patientensicherheit. Herr Veit hat zusammen mit anderen Autoren im letzten Jahr ein Gutachten fürs BMG verfasst, Pay for Performance im Gesundheitswesen. Ein Gutachten, das ich Ihnen allen sehr ans Herz legen kann. Es ist sehr informativ und mir fiel ein Satz ein, ich weiß nicht, wer ihn formuliert hat, aber da strahlt etwas im warmen Licht der Vernunft, das fiel mir ein. Das fällt einem selten ein, wenn man Publikationen über Vergütung liest. In dem Fall war es so. Ich freue mich auf Ihr Statement. Ja, sehr geehrte Frau Dr. Tophofen, vielen Dank für die freundlichen Worte, Herr Professor Wasen, meine Damen und Herren. Das gleiche Thema, ein bisschen aus einem anderen Winkel. Gesundheitsnutzen belohnen. Da steht es im Gutachten drin, es fehlen Vergütungen mit Bezug zum Gesundheitsergebnis. Und wir brauchen Belohnungen. Und das ist, wer möchte keine Belohnung haben, wer möchte nicht, dass die Patienten gut versorgen, dass das auch entsprechend finanziert wird. Also leistungsorientierte Vergütung ist so ein bisschen der Fachbegriff Pay for Performance. Das ist die Vision. Und Visionen auf dem Weg in die Praxis müssen immer von dem Strahlemoment des Mitreißens durch den Moment, wo man sagt, wie sieht denn das in der Praxis aus, wo es gehärtet wird, damit es nachher in der Praxis umgesetzt werden kann. Finanzielle Anreize sind sehr mächtig, davon gehen wir aus, davon spricht das Gutachten an sehr vielen Stellen. Insbesondere spricht es von Fehlanreizen und kein Fehlanreiz ist als solcher geplant worden, sondern es gab ja immer jemand, der etwas Gutes wollte, einen Anreiz setzte und dann stellt man in der Praxis heraus, stellt sich heraus, das System reagiert anders. Wenn ich mit Speck auf den Markt gehe, dann werde ich einfach diejenigen anlocken, die Speck wollen. Und die wollen dann möglichst effizient haben, mit wenig Aufwand, viel Speck. Das wollen wir, dass die sich ja alle ökonomisch verhalten. Also, wir wissen aber auch, dass finanzielle Anreize unwirksam sein können. Und dass man sich versprochen hat, dass Praxisgebühr die Patientenströme lenkt. Und so ganz hat sich das nicht herausgestellt. Das heißt, auch findet man trotz großer Modellvorhaben für die Wirksamkeit finanzielle Anreize findet sich relativ wenig Evidenz. Wir haben in unserem Gutachten Gründe dafür genannt, warum das relativ schwierig ist, wissenschaftlich nachzuweisen. Aber dennoch können wir davon ausgehen, finanzielle Anreize sind stark. Das heißt, wir müssen uns überlegen, wie müssen finanzielle Anreize gestaltet werden, damit sie a. wirksam sind und zweitens nur geringe Nebenwirkungen haben. Das Modell, das wir haben, ist, gibt eine Möhre oder ein Steak und dann
werden die Leute schon so machen, wie wir das haben wollen. Und so funktioniert es nicht. Alle Erfahrung lehrt, finanzielle Anreize im Gesundheitssystem System heißt eben in ein System eingreifen, das ohnehin durch sehr viele sich konkurrierende Anreize gelenkt ist. Und wir haben ein Modell aufgestellt in unserem Gutachten, das Sie sowohl auf den BMG-Seiten als auch bei uns auf der Webseite runterladen können. Und für die, die nicht so viel Zeit haben, es gibt ein kleines Handbuch dabei, da ist alles kurz zusammengefasst. Da haben wir ein Modell aufgestellt, in der ein Arzt seinem Patienten in der Versorgungssituation helfen möchte. Und das will man verbessern durch eine leistungsorientierte Vergütung. Und im Mittelpunkt steht die Motivation. Kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Es geht darum, die Motivation zu verändern, so dass die Ziele, die man gemeinsam hat, besser erreicht werden. Dazu bedarf es eines Anreizes, der die Motivation steigert im Rahmen eines Anreizrahmens. Ich muss messen. Wie ist die Performance, wie ist die Versorgung der Patienten über Indikatoren. Anreize und Indikatoren müssen zusammenpassen. Und dann habe ich natürlich immer einen Aufwand damit, das zu betreiben. Und dieser Aufwand muss gerechtfertigt sein, weil jede Ressource, die ich entnehme, nehme ich ja quasi der Patientenversorgung. Das heißt, ich muss nachher mit meinem System mehr Gutes bewirken, als ich an Ressourcen geschluckt habe, sonst macht es keinen Sinn. Auf der anderen Seite sind diejenigen, die Patienten versorgen, müssen sich mit den Projekten identifizieren können, bekommen ein Feedback und dann versuche ich über eine Verbesserung, eventuell gestützt durch Qualitätsmanagement, tatsächlich die Verbesserung zu erreichen. So, das ist das Modell, nicht die Möhre, sondern das ist das Modell, in das ich eingreife. Das ist möglich, aber ich muss es auch sorgfältig planen und wir haben uns ja die Literatur, die in großen Demonstrationsprojekten gescheitert ist teilweise mal angesehen. Warum scheitern denn solche Projekte? Und da ist das, dass ganz bestimmte Dinge hier nicht beachtet werden. Ich kann jetzt im Einzelnen nicht darauf eingehen, aber einfach nur zu zeigen, Belohnung, finanzielle Anreize, ja, aber wir greifen in ein System ein und müssen das mit Sorgfalt tun. Woher soll das Geld kommen, ist ja dann auch immer die nächste Frage. Also es gibt an Finanzierungsmöglichkeiten, dass man zusätzlich Gelder zur Verfügung stellt und sagt, jeder, der ein bestimmtes Versorgungsziel erreicht, bekommt einen fixen Betrag an zusätzlichem Geld. Dann weiß ich aber nicht im Voraus, wie viel mich das kosten wird. Oder ich mache relative Prämien und sage, so und so viel für Verbesserung setze ich aus. Und je mehr das Ziel erreichen, umso weniger kriegt der Einzelne. Oder ich sage, wann immer in der Gesundheitsversorgung Geld eingespart wird, wie auch immer ich das dann messe, dann wird zwischen den Kostenträgern und den Leistungserbringern, die das eingespart hat, das geteilt. Shared Savings. Ich kann umverteilen, ich kann sagen, diejenigen, die Patienten schlechter versorgen, bekommen weniger und die, die Patienten besser versorgen, bekommen mehr, sodass ich innerhalb des Systems umschichte. Ich kann Non-Pay for Non-Performance, wenn sehr schlechte Versorgung gegeben wird, wird überhaupt nicht gezahlt. Wir haben zum Beispiel im DRG-System, die das Nichtfinanzieren der Wiederaufnahme eines Patienten innerhalb der Grenzverweildauer, wenn er eine Komplikation hat. Das ist ein sehr großes Modell, Non-Pay for Non-Performance an der Stelle, das bei uns überhaupt nicht unter dem Thema Qualitätssicherung, Qualitätsweiterentwicklung gelaufen ist, aber es ist einfach ein Incentive. Ich möchte eigentlich keine Patienten wegen Komplikationen wieder aufnehmen, das wird mir nicht bezahlt. Und ich habe abgestufte Rabatte, in dem im Rahmen von Selektivverträgen gesagt wird, okay, dafür, dass ihr mit uns als Krankenkasse einen Vertrag macht, gibt ihr uns 20% Rabatt auf die Hüfte. Und wenn ihr sehr gute Ergebnisse habt, dann müsst ihr uns nur 10 oder 5% Rabatt geben. So. Also es gibt durchaus sehr unterschiedliche Modelle, wie ich Geld generieren kann, um Belohnungen zu verteilen für gute Versorgung. Was wir aber nie vergessen sollten, ist, dass wir die primäre Motivation zur Versorgung von Patienten nicht durch monetäre Anreize ersetzen können. Und ich finde einen Satz im Gutachten, der da sagt, trotz Fehlanreizen wird durch die Motivation derer, die Patienten versorgen, immer noch eine sehr gute Versorgung gewährleistet. Diese primäre Motivation derer, die Patienten versorgen, ist etwas das Wertvollste, was wir haben. Und wenn wir an bestimmten Stellen über Motivationsnotwendigkeiten sprechen, dann sollten wir einfach darüber sprechen, wo demotivieren wir diejenigen, die Patienten versorgen. Wir haben es gesehen bei der EHEC-Epidemie.
Ich meine, entgegen aller ökonomischen Ziele waren die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Krankenhäusern, in den Praxen bereit, Überstunden zu machen, Sondereinsätze zu machen, sonst was, damit diesen Patienten geholfen wird. Das ist etwas, worauf unser Gesundheitswesen beruht. Und wir müssen sehen, auf der einen Seite müssen sie sich verhalten wie ökonomische Einrichtungen, die am Markt überleben müssen. Gleichzeitig werden wir es aber nicht schaffen, dadurch, dass wir ein bisschen Geld mehr geben, dass sie dadurch eine Motivation haben, die ihnen anderweitig fehlt. Diese Idee, dass wir, wenn wir beim Diabetiker HbA1c wird, regelmäßig messen lassen, dass wir dadurch eine bessere diabetische Versorgung bekommen, ist doch absurd. Weil wenn ich zwar bei den Diabetikern nun bei allen, denen diesen Laborwert mache, und ich feststelle, es gibt einen bestimmten Teil von Diabetikern, bei denen, mit denen muss ich richtig zusammenarbeiten, dass ihre Diät und ihre Insulintherapie gut zueinander passen, dass sie gut eingestellt sind. Da fängt die Arbeit erst an. Und wenn ich schon einen finanziellen Incentive brauche, dass ich überhaupt den Laborwert ordere, woher glaube ich, dass ich dadurch tatsächlich eine bessere diabetische Versorgung kriege? Das ist ein Irrtum an der Stelle. Und deswegen sollten wir nie so tun, als könnten wir mit diesen Anreizen plötzlich Ärzte und Schwestern und wer auch immer beteiligt ist, dazu bringen, dass die Patienten besser versorgen. Teilweise, wie gesagt, trotz der finanziellen Incentives nehmen sich Zeit für die Patienten. Wir müssen nur gucken, dass das System diese primäre Motivation unterstützt und nicht weiter zu Demotivation führt. Wir müssen daran denken, dass Anreize temporär nur wirken an der Stelle. Viele Dinge sind als Anreiz eine gewisse Zeit wirksam und dann passt sich das System an. Und wir können uns auch nicht darauf beschränken, mangelnde Qualität durch finanzielle Sanktionen abzustrafen. Wir können keinen Patienten sagen, wir wissen, das mit Ihrer Hüftoperation, das war jetzt nicht so gut, aber wir haben auch nicht dafür viel bezahlt. Das halten Sie nicht lange durch an der Stelle. Deswegen ist sozusagen dieses Modell, jawohl, diejenigen, die einfach besser bezahlen, die kriegen mehr Geld und die anderen kriegen weniger Geld, das muss man richtig durchdenken. Ich glaube, dass man es machen sollte, finanzielle Anreize. Aber man muss sich sehr gut überlegen, an welcher Stelle man welches Instrument einsetzt, damit es wirklich die Wirkungen entfaltet, die man haben möchte. Wir haben 4 Hauptkategorien, wo wir sagen, finanzielle Anreize können sinnvoll sein aus unserer Sicht. Das eine ist, wenn wir kontinuierlich Versorgungsmängel haben, dann muss das wirklich sehr, sehr unattraktiv für denjenigen sein, darauf zu beharren. Das heißt, schlechte Qualität wird unwirtschaftlich. Dann gibt es Beispiele, wo man sagt, es ist eine neue Leitlinie rausgekommen und wir wollen, dass sie möglichst schnell in die Praxis umgesetzt wird. Es gibt durch finanzielle Anreize, für schnelles Umsetzen der neuen Leitlinie gibt es so einen Aufmerksamkeitsfokus. Das heißt, dort gibt es, wenn er das einhaltet, eine gewisse beschränkte Zeit, ein finanzielles Anreiz, dem zu folgen. Und dann kann ich tatsächlich die Umsetzung in die Praxis befördern. Und dann gibt es einfach Versorgungsbereiche, die können nur ressourcenintensiver bessere Qualität haben. Wir haben das im Bereich chronischer Erkrankungen, wir haben das im Bereich Rehabilitation und so weiter. Wo es dann bereits Selektivverträge gibt von Einrichtungen, die sagen, oder Praxen, die sagen, jawohl, wir haben hier eine intensivere Physiotherapie oder was auch immer. Wir brauchen dafür mehr Geld. Wir werden euch aber auch nachweisen, dass wir dafür bessere Ergebnisse haben. Das generell kann nicht sein, dass man sagt, okay, für alle wird, weil man eigentlich mehr Ressourcen braucht, sozusagen der Preis dafür erhöht, sondern man sagt, dort, wo wirklich durch mehr Ressourceneinsatz bessere Ergebnisse erzielt werden, das wollen wir unterstützen. Und das ist ein sinnvoller Bereich. Und dann geht es natürlich auch um Strukturwandel, dass wenn wir im Sinne kooperativer Form, und da freue ich mich, dass die Gesundheitsnetze, diese Accountable Care Organizations, dort so starkes Gewicht haben, dass man sagt, diesen Strukturwandel unterstützen wir finanziell über eine gewisse Zeit und sagen, wenn ihr euch auf den Weg macht, was immer mit Unwägbarkeiten und mit Zusatzkosten verbunden ist, dann unterstützen wir das. Und da sehen wir finanzielle Anreize sehr sinnvoll. Wir haben ja im Bereich des Qualitätsmanagements, der externen Qualitätssicherung, die
Methoden des Benchmarking, also des Qualitätsvergleichs, des Feedback und der Education. Das sind sehr, sehr mächtige Instrumente an der Stelle, die nicht unterschätzt werden dürfen. Dann gibt es in der zweiten Linie gibt es die Publikation von Ergebnissen, Public Disclosure, dass Öffentlichkeit erfährt, wie gut ist die Versorgung, wenn das denn gut abgesichert ist. Und dann ist Pay-for-Performance leistungsorientierte Vergütung sozusagen ein Instrument der dritten Stufe. Ich muss erstmal ordentlich Qualität messen können, mit den Versorgern zusammengearbeitet haben, um eine Verbesserung. Dann mir überlegt haben, ob eine Veröffentlichung Sinn macht und dann kommt eventuell zusätzlich Anreize in Frage, mit denen ich sagen kann, dort kann ich an der Stelle, wo noch mehr Ressourcen gebraucht werden, wo Strukturwandel ist oder so, kann ich das unterstützen. Investitionen in überdurchschnittliche Qualität muss sich lohnen, mangelhafte Qualität muss Unwirtschaftlichkeit und P4P-Projekte müssen auch effizient organisiert sein, denn wir müssen sie sehr schlank machen. Jede Ressource, die wir dort reinstecken, entnehmen wir der Patientenversorgung. Da müssen wir ein sehr großes Kostenbewusstsein haben. Wir brauchen eine effizient und robuste Qualitätsmessung und da gibt es noch einiges an Hausaufgaben zu tun. Wir müssen, wenn jetzt einzelne Kassen zum Beispiel Selektivverträge machen, dann sollten die Leistungserbringer mit allen ihren Patienten teilnehmen, nicht nur quasi mit den BKK oder AOK oder was auch immer Patienten dort, sondern mit allen teilnehmen. Kollektiv messen, selektiv kontrahieren von Herrn Weber, ja so ein Spruch, dass man sagt, nicht überall kleine Messeinheiten machen, sondern zu sagen, zum Thema Schilddrüsenoperationen gibt es ein Angebot, das validierte Indikatoren hat, für die es validierte Dokumentationsinstrumente gibt und wer auch immer einen Selektivvertrag machen möchte, kann darauf zurückgreifen und gesammelt wird dabei in einem großen Pool, sodass man gut vergleichen kann. Klare Verantwortlichkeiten, so ein ganz klein bisschen haben wir in der sektorenübergreifenden Qualitätssicherung die Hoffnung gehabt, dass wenn wir sektorenübergreifende Indikatoren machen, dass sich dann die Leistungserbringer entsprechend organisieren. Das wird vielleicht sich nicht so rausstellen, sondern als erstes verantwortliche Gruppen von Versorgern schaffen und denen dann sagen, wenn ihr gemeinsam die Verantwortung übernehmt, im Bereich chronischer Versorgung oder was auch immer, zu sagen, dann messen wir euch als Gruppe von Versorgern, wie gut ihr seid und fördern das dann entsprechend. Kollektives Lernen. Bei den IV-Verträgen ist das Problem, dass die Erfahrungen innerhalb der IV-Verträge gemacht werden und nicht publiziert werden. Wir hatten bei unserer Arbeit zum Pay-for-P-Projekt die Erfahrung gemacht, dass manche Krankenkassen gesagt haben, entweder nein, das ist so unser internes Wissen, oder gesagt haben, nur wenn wir sie uns nicht erwähnen, dass wir dieses Projekt mit Diabetikern oder so gemacht haben. Sondern wenn wir uns auf den Weg begeben, dann muss wirklich kollektives Lernen möglich sein. Und nicht einfach das Durchführen eines Projektes, sondern die Evaluation eines Projektes ist dort wichtig. Und bitte klare politische Vorgaben, dass die Selbstverwaltung alleine relativ schnell solche Modelle entwickeln kann, wird von einigen angezweifelt. Und wenn wir das machen, dann wird statt aus der Möhre ein bunter Obstkorb, der allen mundet. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Dr. Veit. Unser nächstes Statement kommt von Herrn Dr. Moormann, Mitglied des Vorstandes der AOK Rheinland-Hamburg. Also einerseits wird Herr Moormann den prägenden Einfluss des Morbi-RSA kennen, andererseits sieht er in seinen Routinedaten, wie Vergütung die Leistungserbringenden beeinflusst. Und dazu jetzt nochmal ein Statement. Dankeschön. Jetzt muss ich erstmal zu meinem Vortrag wieder kommen. Wo ist der? Da ist er. Ja, meine Damen und Herren, ich freue mich, heute bei Ihnen zu sein, nicht nur deshalb, weil ich als Hamburger mit dem Dienstort Düsseldorf, dem Rheinischen Karneval, damit entfliehen konnte, sondern vor allem deshalb, weil Sie hier als Stiftung, aber auch als Partei eine tiefe programmatische Arbeit geleistet haben. Und das ist etwas, was wir als gesetzliche Krankenversicherung, als AOK sehr gut finden, was wir häufig vermissen bei anderen Parteien. Und deswegen bin ich eben auch gern hier, weil wir auch den Input dazu leisten wollen. Bevor ich auf das Vergütungssystem, die Anforderungen, die Kontextfaktoren komme, erlauben Sie mir eine Bemerkung, wie wir uns als AOK den integrierten Krankenversicherungsmarkt auch vorstellen.
Und da sind so drei Kügelchen jetzt da drin. Da steht Wahlfreiheit, ja, das ist wichtig, das wurde auch schon angesprochen, dass jemand auch unabhängig von seinem Gesundheitszustand eine Krankenversicherung frei auch wählen kann. Das ist sicherlich ein ganz entscheidendes Element. Gerechtigkeit, das bedeutet, die Finanzierung muss gerecht sein. Es kann nicht richtig sein, dass dem Staat ein privatversicherter ALG-II-Empfänger das Doppelte von dem Betrag wert ist, die gesetzliche Krankenversicherung für einen ALG-II-Bezieher bekommt. Das ist nicht gerecht. Und der dritte Bereich ist die Qualität. Ich habe die Qualität hier aber aus dem Grunde drin, weil hier hinter ist auch ein gewisser Dissens oder eine Nichtübereinstimmung vielleicht mit dem Ergebnis der Kommission. Und das betrifft diese Konvergenz der Vergütungssysteme PKV, GKV. Als GKV-Vertreter halte ich es nicht für erstrebenswert, dass wir unseren Versicherten erzählen, sie müssten künftig vielleicht einen Zusatzbeitrag leisten, deshalb, weil wir jetzt eine Konvergenz der Vergütungssysteme mit der PKV haben. Ich bin gern bereit, über mehr Geld ins System oder über besondere Honorierung von Leistungen auch zu sprechen, wenn es um bessere Qualität geht. Aber einfach zu sagen, die Konvergenz führt zu höheren Krankenversicherungsbeiträgen für die, die gesetzlich versichert sind, das kann nicht richtig sein. Und deswegen haben wir da, glaube ich, etwas, was etwas auseinanderfällt. Gut, aber das vielleicht als Vorbemerkung dann auf das Vergütungssystem, Kontext oder Folge des Vergütungssystems. Ich habe ein paar Folien dabei, wo auch nochmal Mengenentwicklungen dargestellt sind. Sie kennen sie wahrscheinlich auch. Wir haben in Deutschland eigentlich keine großen Auffälligkeiten im internationalen Vergleich, was das Honorar, die Preisschiene auch angeht, aber im Ressourcenverbrauch, in der Mengenkomponente sind wir schon auffällig, insbesondere eben im stationären Bereich. Dort gehören wir mit zur Spitze, also jeder Fünfte in Deutschland geht einmal im Jahr ins Krankenhaus. Und das sieht in vielen anderen europäischen Ländern ganz anders aus, auch in Ländern mit einem sehr guten Gesundheitssystem. Man muss sich nicht unbedingt an Portugal orientieren, aber wenn ich mir eben Luxemburg und die Schweiz und ähnliche Länder angucke, dann ist dort das System wesentlich weniger stationär geprägt. In der Somatik, auch in der Psychiatrie, auf die Psychiatrie kommen wir auch gleich nochmal. Und wir haben weiter eine große Mengendynamik auch im System. Und das auch unterschiedlich in den Bundesländern. Wenn wir in den Stadtstaaten schon sehen, dass die Krankenhaushäufigkeit sich so dem europäischen Maß ein wenig annähert, hat auch viel damit zu tun, dass der ambulante Sektor deutlich stärker ist in den Stadtstaaten, besser ausgebaut ist. So sehen wir doch hier regionale Unterschiede, die sich nicht allein mit Morbidität und Demografie erklären lassen, sondern da spielen andere Dinge eine Rolle. Einige sind auch schon angeklungen, wir kommen in der Diskussion wahrscheinlich auch dazu. Und nochmal zum Ressourcenverbrauch, zum Mengenverbrauch, hier sprechen die Farben für sich. Hier geht es um die interventionelle Kardiologie, das weiß man auch. Wir sind hier extrem auffällig in diesem Bereich im Vergleich zu allen anderen europäischen Nationen. Deutschland ist rot, alle anderen sind mehr oder weniger grün. Und da stellt sich schon die Frage, ist der Deutsche so viel anders als alle anderen Europäer oder was treibt da eben die Menge auch nach oben? Hier etwas, das ist so das Rheinland, das können Sie jetzt nicht detailliert erkennen, müssen Sie aber auch gar nicht. Mir geht es, ich sehe ihn nicht, ist egal. Mir geht es hier um die Region eigentlich Euskirchen. Das ist ganz unten der Zipfel, der dargestellt ist. Und wir haben hier mal geguckt, wie viele Operationen, endoprothetische Operationen, Hüft- und Knieoperationen gibt es bezogen auf die Einwohnerzahlen. Und das Ganze haben wir noch alters- und geschlechtsstandardisiert. Und wenn das weiß ist, die Region, dann ist es eigentlich so im Rheinland-Durchschnitt. Damit liegen wir oberhalb des Bundesdurchschnitts, aber dann ist es noch da einigermaßen im Maß. Und was man sieht, sind ganz erstaunliche Dinge. Wenn wir Euskirchen da unten mal nehmen, ist eigentlich, wenn ich alle endoprothetischen Operationen zusammennehme, unauffällig. Wenn ich das aber mal differenziere und ich gucke mir die Hüftoperationen an, das ist die mittlere Folie, dann ist Euskirchen rot, weicht also deutlich nach oben von der Häufigkeit dieses Eingriffs bezogen auf die Einwohnerzahl ab. Und wenn ich mir dann die Knieoperationen angucke, wird es blau, weicht deutlich nach unten ab. Alles schon alters- und geschlechtsstandardisiert. Sie sehen andere Regionen, da ist es umgekehrt, daher kommt der Begriff der Inversion. Wonach richtet sich jetzt eigentlich das, was gemacht wird? Also da gibt es viele Fragen, denen man dann auch nochmal weiter nachgehen muss. Wenn wir überlegen, wie kann man diesen Mengenanreizen begegnen, dann braucht man natürlich im Vergütungssystem dazu Veränderungen, Modifikationen, aber das allein wird nicht ausreichen. Hier auch nochmal eine kleine Grafik aus dem Bereich der Bandscheibenoperation, das ist diese Wirbelverklammerung, ein Eingriff, der stark zunimmt, 30% über diesen Drei-Jahres-Zeitraum. Das hat sicherlich wenig mit Morbidität und Demografie zu tun, da spielen ganz andere Dinge eine Rolle. Und was wir hier auch als AOK Rheinland-Hamburg schon anbieten, ist ein Zweitmeinungsservice, also unseren Versicherten die Möglichkeit zu eröffnen, sich eine zweite Meinung nochmal einzuholen, weil hier das Thema der Indikationsstellung natürlich eine wesentliche Rolle spielt. Und wir wissen, dass wir hier unsere Versicherten ein Stück weit an die Hand nehmen müssen. Es ist schwierig, einen Facharzttermin zu organisieren, dann noch einen zweiten zu organisieren. Da sind wir, glaube ich, als Mittler schon gefordert. Aber auch das ist wichtig, wenn man über Fehlentwicklung spricht, ist nicht nur im Vergütungssystem die Antworten auch zu suchen. Ja, das Thema der Qualitätsunterschiede. Hier auch für die Hüftoperationen einmal dargestellt. Die Qualität ist heute eigentlich für die Vergütung egal.
Also ob ich gut oder schlecht bin, habe ich eigentlich keinen Vor- oder Nachteil dadurch. Hängen Sie jetzt nicht an der Region Heinsberg, das ist eine Folie, die habe ich einfach aus einem anderen Vortrag rausgenommen. Heinsberg liegt ganz an der holländischen Grenze, kleine Region, muss man auch nicht unbedingt kennen. Was wir aber machen, und diese Striche, die Grafik steht dafür, wir gucken uns für alle rheinischen Krankenhäuser, auch für die Hamburger Krankenhäuser an, wie sind eigentlich die Komplikationsraten bei bestimmten Operationen, hier bei den Hüftoperationen. Wir standardisieren das nach Alter und Geschlecht und nach 30 Nebenerkrankungen, um auch dem Einwand zu begegnen, dass möglicherweise eine Akkumulation von bestimmten Schweregraden in einem bestimmten Krankenhaus auch sich finden. Und dann sehen wir doch, dass sehr deutliche Unterschiede in dieser Qualität bestehen. Und wir gucken auch sektorübergreifend darauf und wir gucken auch über den primären Krankenhausaufenthalt hinaus. Sondern wir sehen, kommt es zu Wiederaufnahmen, zu Reoperationen und Ähnlichem. Wir folgen den Patienten, dass ein Jahr nach dem primären Krankenhausaufenthalt auch noch nach. Und das führen wir zusammen und daraus können wir eben solche Erkenntnisse auch gewinnen, dass keinesfalls jedes Krankenhaus gleich gut ist, sondern dass es massive Qualitätsunterschiede eben auch gibt. Das zeigt nochmal die Systematik. Man beginnt mit der Diagnostik, guckt sich den Krankenhausaufenthalt an und danach, eben nach Verlassen der Krankenhaustür, kommen Infektionen, kommen Reoperationen oder Ähnliches auch vor. Und was wir mit dem AOK Klinik-Kompass meinen, ist, dass wir unsere Versicherten jetzt vermehrt Anfang des Jahres 2013 darüber informieren, wo sie eigentlich welche Qualität auch finden. Und wir möchten hier schon ein Stück weit den Versicherten an die Hand nehmen, ihn durch das unübersichtliche System auch führen, ihm Orientierung geben. Er kann sich natürlich an verschiedenen Hitlisten orientieren, die sind aber immer unterschiedlich aufgebaut. Der Fokus wurde schon angesprochen, das halte ich für sehr fragwürdig von der Methodik häufig. Und wir gucken hier eben auf unsere Daten, auf unsere Sekundärdaten und können daraus auch zumindest Rückschlüsse in bestimmten Bereichen auf die Qualität auch gewinnen. Und wir wollen das natürlich auch ausweiten auf andere Bereiche. Es ist ja nicht immer nur das Geld. Häufig wird die Diskussion verkürzt in der Gesundheitspolitik. Die Ärzte wollen mehr Geld, die Krankenhäuser wollen mehr Geld. Und bei den Ärzten hier eine KBV-Befragung aus Sommer 2012, da stellt man natürlich schon fest, natürlich ist nicht jeder mit seinem Einkommen zufrieden. 56% sind mit dem Einkommen zufrieden. Aber auf der anderen Seite, und das geht häufig unter, beklagen 57%, dass für Patienten nicht ausreichend Zeit zur Verfügung steht. Das kann ich mit Geld allein nicht heilen. So, sondern da muss ich über eine Neuausrichtung des Gesundheitssystems eben auch nachdenken und der Finanzierung auch nachdenken. Was sind jetzt Anforderungen, die wir sehen für ein neues Vergütungssystem? Und da haben wir breiten Konsens auch mit den Referenten, die schon ihre Folien vorgestellt haben. Wir wollen eher die Ergebnisorientierung, weniger die Verrichtungsorientierung drin haben. Das haben wir auch im Krankenhausbereich im DRG-System jetzt gemerkt. Wenn ich Verrichtungen belohne, dann wird die auch gemacht. Wenn ich den Dachdecker nach der Zahl der eingeschlagenen Nägel bezahle, weiß ich, was das für den Nagelabsatz bedeutet. Das gilt hier natürlich genauso. Die Qualität soll im Mittelpunkt stellen. Sie wird auch transparent in bestimmten Bereichen. Wir müssen noch nachholen. Vieles ist noch nicht zugänglich. Aber in bestimmten Bereichen können wir mit unseren Sekundärdaten schon einiges anfangen. Wir wollen die Kooperation fördern zwischen den Leistungserbringern, den Vertragspartnern und natürlich diese Patientensicht auch haben. Also loslösen von dem einen Sektor Krankenhaus oder Sektor ambulante Versorgung, sondern eben die Patientensicht über mehrere Behandlungsstationen eben auch da haben. Und es muss, und das ist auch immer wichtig, administrativ beherrschbar bleiben. Also wenn wir über ein Fallpauschalsystem für den ambulanten ärztlichen Bereich sprechen, sollten wir gut darauf achten, wie ist der administrative Aufwand im DRG-System im Krankenhausbereich gewesen. Ich habe eine Vervielfachung der Behandlungsfälle und damit muss ich auch zurechtkommen. Also das muss man bei der Ausgestaltung eines solchen Systems, eines neuen Systems immer im Auge haben. Jedes System wird Fehlanreize haben, das ist, glaube ich, bewusst. Wir werden nicht das System finden, das keine Fehlanreize hat. Deswegen müssen wir es weiterentwickeln. Wir brauchen auch immer eine Art von Kontrolle in jedem System auch drin, um auf diese Fehlanreize eben auch reagieren zu können. Und natürlich kann ein Vergütungssystem so etwas wie Qualitätstransparenz, Krankenhausplanung, Investitionsförderung, die ist ja von Land zu Land sehr unterschiedlich im Krankenhausbereich, nicht ersetzen. Es kann nur ergänzend wirken. Hier mal fast zum Abschluss ein Beispiel, wie so ein solches System aussehen kann im Bereich der psychischen Gesundheit. Dort ist es ein Modellprojekt, das wir auch gemeinsam mit der Techniker Krankenkasse auch machen. Da auch nochmal die Randnotiz, wir müssen noch gut darauf achten, was mit dem Kartell- und Wettbewerbsrecht in der GKV passiert. Weil solche Modelle lassen sich nur praktizieren, wenn Krankenkassen auch zusammenarbeiten können. Ansonsten haben wir eine Zersplitterung, da wird kein Leistungserbringer mit zurechtkommen. Hier haben wir das aber genutzt, machen das gemeinsam, wir gucken uns die psychisch Kranken an. Auch dort haben wir in Deutschland ein Problem. Wir haben ein sehr stationär geprägtes System. Wartezeiten, lange Wartezeiten in der ambulanten Versorgung und das wollen wir auflösen, indem wir hier Patientenbudgets auch schaffen. Das heißt, es gibt eine gemeinnützige Gesellschaft, eine Managementgesellschaft, die im Grunde Patientenbudgets bekommt und aus diesen Mitteln
die Versorgung sicherstellt, und zwar so flexibel und patientengerecht, wie es erforderlich ist. Und das wird natürlich begleitet durch Patientenbefragung, durch Qualitätssicherung und Ähnliches, durch unabhängige Institute, um den Erfolg eben auch zu belegen. Aber ich glaube, wir tun damit einen großen Schritt nach vorn in diesem Bereich der psychiatrischen Versorgung, weil wir doch diesen Sektorwechsel dort extrem haben und die Bruchstelle sehr ausgeprägt auch ist. Die wird hier im Grunde vollständig aufgelöst und ich habe eine starke Flexibilisierung, fördere aber auch die Kooperation dieser verschiedenen Leistungserbringer miteinander. Ja, das Fazit, wir haben es gehabt, Wahlfreiheit, Wettbewerb, die Rahmenbedingungen müssen stimmen. Ja, die PKV, wir wollen keine höheren Arzthonorare, dann würden wir lieber darauf verzichten, die PKV zu integrieren. Wir brauchen als GKV, glaube ich, die PKV nicht, um die Zukunft zu gestalten. Wir brauchen hohe Freiheitsgrade für die Modellprojekte, wie eben auch dargestellt, dieses Netzwerk psychische Gesundheit, wollen aber eigentlich eher dahin, auch die Regelversorgung zu verändern. Man kann ja immer sagen, will ich überwiegend Selektivverträge? Ich glaube, wir müssen einen großen Schritt auch in Richtung Regelversorgung da auch machen. Dazu braucht man diese multiprofessionellen Einrichtungen, die auch schon angesprochen wurden, nicht die isolierte Hausarztpraxis, MVZ sind eine Möglichkeit. Und wir müssen natürlich das Vergütungssystem auf diese Rahmenbedingungen, auf dieses Ziel auch adjustieren und die Unzulänglichkeiten, die immer da sind, eben so gut es geht, von vornherein mit einplanen. Das wäre das, was ich Ihnen dazu sagen wollte. Dankeschön. Das waren die drei Statements im weitesten Sinne zum Thema Vergütung. Und ich denke, wir haben alle gemerkt, wer über Vergütung spricht, spricht über Qualität, spricht über Patientenorientierung und über Motivation. Jetzt kommt der zweite große Block, morbiditätsorientierter Risikostrukturausgleich. Und dazu das Statement von Herrn Dr. von Stillfried, Geschäftsführer des Instituts für die kassenärztliche Versorgung. Sie haben das Wort. Danke sehr. SZI ist die Stiftung der Kassenärztlichen Vereinigungen und der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Wir beschäftigen uns mit Versorgungsforschung im Wesentlichen, insbesondere mit der Versorgungsforschung mit den Abrechnungsdaten, kassenübergreifend, bundesweit und regionalisiert und insbesondere auch mit der Fragestellung, inwiefern Risikoadjustierung und andere Aspekte bei Finanzierung und Vergütung eine Rolle spielen. In diesem Zusammenhang bin ich also auch in diese Diskussion hier hineingekommen und dabei von folgender Überlegung ausgegangen. Es gibt dieses heute schon mal kurz beschriebene Dreieck: Finanzierung der Krankenkassen hat einen Einfluss auf die Vergütung von Versorgungseinrichtungen im ganz Allgemeinen und es hat auch einen Einfluss auf den Zugang zu Versorgung, die Verfügbarkeit von Versorgungsangeboten und letztendlich indirekt oder direkt auch die Qualität der Versorgung für Patienten und Versicherte. Das ist die Grundhypothese, die hinter der Überlegung steht, den RSA, den Risikostrukturausgleich der Krankenkassen weiterzuentwickeln, weil er eben maßgeblich ist für dieses System der Finanzierung der Krankenkassen. All das, was wir heute eben in den einzelnen Statements gehört haben, was wünschenswert wäre im Sinne der Weiterentwicklung, basiert letztendlich auch auf diesem Kräftedreieck und es muss sich in diesem Kräftedreieck in der Praxis behaupten können. Das Grundverständnis, von dem wir im Gesetzgebungsrahmen derzeit ausgehen, ist, dass eine Ausrichtung auf den Gesundheitsnutzen ein andauernder Prozess sein muss. Es geht nicht um eine Zeitpunktbetrachtung, sondern es geht darum, dass man systematisch und dauerhaft diese Ausrichtung auf den Gesundheitsnutzen herbeiführen müsste. Das ist derzeit so explizit nicht enthalten. Aber der zweite Aspekt ist enthalten. Man geht eben schon davon aus, und das haben verschiedene Gesetzgebungsverfahren auch gezeigt, dass die organisatorischen, rechtlichen Rahmenbedingungen wesentlichen Einfluss haben. Wenn man also vor einiger Zeit darüber diskutiert hat, beispielsweise bevor die Morbiditätsorientierung in den Risikostrukturausgleich aufgenommen worden ist, die Disease Management Programme als einen Ansatz für Zahlungen an die Krankenkassen zu nehmen, dann hatte man hier im Prinzip einen Vorläufer der Überlegung,
für, in dem Fall nicht für direkt für Performance, aber doch für das Angebot eines bestimmten strukturierten Versorgungssystems extra Gelder zur Verfügung zu stellen. Hintergrund waren Äußerungen, die damals von Kassenseite getätigt wurden. Wir wollen auch nicht die Krankenkasse der Diabetiker sein. Da hätten wir ja dann alle schlechten Risiken bei uns in unserer Kasse. Dafür brauchen wir eine gesonderte Entschädigung. Das war vor Einführung der Morbiditätsorientierung und war sozusagen über den Umweg, darf ich sagen, der Berücksichtigung von DMPs zunächst mal herbeigeführt worden. Derzeit haben wir sozusagen zwei Gerechtigkeitspostulate oder auch allgemeine Zielsetzungen, zwischen denen durchaus ein gewisses Spannungsverhältnis besteht. Zum einen dieses Wirkprinzip, dass die Krankenkassen untereinander für die Verbesserung der Versorgung durch Wettbewerb sorgen sollen im Wege des Vertragswettbewerbs. Dafür sind ja in den letzten Jahren umfangreiche Möglichkeiten geschaffen worden. Der Selektivvertragswettbewerb sollte hier das Mittel der Wahl sein und im Prinzip kann jede Krankenkasse mit jedem einzelnen Arzt oder Krankenhaus Selektivverträge schließen. Sie müssen es nur wollen und umsetzen. Es ist aber auch so, dass, ich möchte mal sagen, der Kommissionsbericht derzeit so ein bisschen die Stimmung zusammenfasst, dass dieser Wettbewerb, so wie er ursprünglich mal gedacht war, nicht die Ergebnisse hervorgerufen hat, die man sich gewünscht hat. Also das Selektivvertragsgeschehen hat die Regelversorgung nicht ersetzt. Es hat auch nicht zu so dramatischen Durchbrüchen geführt, dass die Regelversorgung, ich würde mal sagen, grundlegend verändert worden wäre. Das ist ja der Anlass auch für diesen Kommissionsbericht. Der zweite Aspekt, der in der letzten Zeit mehr Bedeutung gewonnen hat durch das Versorgungsstrukturgesetz, ist die Überlegung, dass es ja auch um Sicherstellung und Gestaltung der Versorgung regionaler Verantwortung geht. Also populationsbezogen und räumlich abgegrenzt wollen wir, dass mehr oder weniger einheitlich die Bevölkerung Zugang zur Versorgung hat. Wir wollen, dass auch die Qualität, so differenziert sie letztendlich im Kassenwettbewerb stattfinden darf und soll, am Ende für die Bevölkerung in einer Region nicht so stark divergiert, dass wir sozusagen systematisch Benachteiligte hätten. Wir wollen also, dass es eigentlich hier zu einem gewissen Ausgleich kommt. Letztendlich wollen wir einen Populationsbezug und dieser Populationsbezug kommt ja in der Kommission zumindest in dieser Empfehlung zum Ausdruck, dass das, was die Krankenkassen über den Wettbewerb vielleicht hätten erreichen können oder was im Wettbewerbswege erreicht werden kann, durch eine Ausschreibung mit Regionalbezug dann herbeigeführt werden kann. Da habe ich also dann wieder meinen Regionalbezug, wo es ja dann letztendlich kassenübergreifende Bedeutung hat. Also es gibt hier einen gewissen Wettbewerb zwischen diesen beiden Elementen. Trotzdem müssten sich jetzt alle weiteren Überlegungen ja in dieses Dreieck einfügen. Und der Gesundheitsnutzen, also was kommt beim Patienten an, und das ist hier die Hypothese, lässt sich nicht verbessern, wenn nicht auch. Und ich sage das so unter diesem Aspekt. Sicherlich muss man Herrn Veit beipflichten, ist die finanzielle Steuerung nicht die einzige Einflussvariable, die hier maßgeblich ist, aber sie muss diesen Prozess unterstützen. Und alles Weitere, was jetzt gesagt wird, soll also genau diese Überlegung unterstützen. Das heißt, wir brauchen hier einen veränderbaren Impuls. Wenn Sie Vertragsverhandlungen schon mal begleitet haben, dann werden Sie feststellen, dass es mindestens so schwierig ist, manchmal gibt es eine Krankenkasse, aber sag mal mehrere Krankenkassen und systematisch für einen größeren Teil der Bevölkerung für die Verbesserung der Versorgung zu begeistern, wie es für die Krankenkassen schwierig ist, im Kollektivvertragssystem das Gleiche herbeizuführen. Also hier gibt es sozusagen eine gewisse gegenseitige Behinderung gelegentlich und hier brauchen wir einen Impuls zur Verbesserung. Die nachfolgend dargestellten Thesen sind nicht alleine meine eigenen. Ich muss also hier einer konstruktiven Diskussionsgruppe danken. Der Herr Wasen beteiligt war Herr Göpfert aus dem BVA, ein weiterer Mitarbeiter aus dem ZI und Herr Klöpfer. Es besteht Nachbesserungsbedarf im RSA, ist also die wichtigste These. Und diese These ist durch verschiedene Studien bestätigt, die zeigt, dass es wesentlich einfacher ist, im Prinzip durch
Die Suche oder die gezielte Ansprache bestimmter Versicherten, eine günstigere Risikostruktur herbeizuführen, als zum Beispiel durch Investitionen in die Versorgung dieses Risiko zu beeinflussen. Die Investitionen brauchen lange, die Risikoselektion wirkt sozusagen relativ kurzfristig. Sie ist auf zwei Wegen herbeizuführen. Ich kann bestimmte Personen, die unliebsam sind, sozusagen wenig bevorzugt behandeln, sodass sie veranlasst werden, vielleicht die Kasse zu wechseln. Ich kann aber umgekehrt auch ganz bestimmte Gruppen gezielt ansprechen und fördern, um dadurch meine Risikostruktur zu verbessern. Für beides gibt es Beispiele aus jüngster Zeit. Und es gibt die Erfahrung, dass auch mit Verweis auf den Risikostrukturausgleich innovative Vertragsformen immer wieder blockiert werden, weil gesagt wird, bis das greift, da sind wir ja im Risikostrukturausgleich unter den jetzigen Bedingungen auch der Finanzierungssituation, also negative Deckungsbeiträge bei den Krankenkassen, führen relativ schnell zu einer ökonomischen kritischen Situation der Kasse. Sind wir sozusagen nicht mehr am Markt, das können wir uns gar nicht leisten. Der zweite wichtige Aspekt ist diese systematische Über- und Unterdeckung bei räumlicher Betrachtung. Das heißt, wenn bestimmte Standorte systematisch zu viel, also die Bevölkerung, die Krankenkassen für die Bevölkerung, die dort wohnen, systematisch zu viel im Risikostrukturausgleich zugewiesen bekommen, das sind überwiegend ländliche Regionen, oder in städtischen Regionen systematisch zu wenig zugewiesen bekommen, dann sind Krankenkassen mit bestimmten Standorten entweder systematisch benachteiligt oder bevorzugt, oder sie werden veranlasst, ihre Standorte auszusuchen oder ihre versicherten Gemeinschaften in diesen jeweiligen Orten zu selektieren. Auch dafür gibt es Studien, jüngst zum Beispiel publiziert, dass wenn Sie die Kasse wechseln wollen, aus einer bestimmten Region bei Krankenkassen anrufen, dauert die Reaktion extrem lange, rufen Sie aus einer anderen Region an, geht es ganz, ganz schnell. Also auch hier sieht man, dass es tatsächlich eine solche Steuerungswirkung gibt, mit der man sich beschäftigen muss, wenn man nicht möchte, dass diese Anreize auf Dauer eben bestimmte Regionen fördern oder benachteiligen. Die Zielsetzungen müssten also sein, zunächst mal festzuhalten, dass dieser Risikostrukturausgleich oder überhaupt eine Risikoadjustierung unerlässlich ist und weiter ausgebaut werden muss, wenn man den Krankenkassenwettbewerb weiter funktionsfähig halten will. Hier gibt es Vorschläge der Kommission beim BVA, aber auch eben die Überlegung, das derzeit krankheitsspezifische System zumindest auch in dieser Hinsicht weniger selektiv zu gestalten, also diagnosenvollständiges Ausgleichsverfahren einzuführen und diese weiteren Faktoren zu berücksichtigen. Also es ist bekannt, dass bei gleichem Morbiditätsrisiko Krankenkassen, die einen großen Anteil von Versicherten haben, die beispielsweise arbeitslos sind oder eine sehr niedrige Einkommensstufe haben, für diese Versicherten systematisch negative Deckungsbeiträge aus dem RSA bekommen. Mit anderen Worten, diese Versichertengruppe hat eine höhere Inanspruchnahme als der Durchschnitt aller dieser Personen mit gleicher Krankheit. Diese soziodemografischen oder sozioökonomischen Faktoren spielen eine durchaus relevante Rolle nach Berücksichtigung der Morbidität. Sie ersetzen keinesfalls die Morbiditätsadjustierung, sie sind eine wichtige Ergänzung, im holländischen Risikostrukturausgleich beispielsweise auch so enthalten. Und es ist allerdings, muss man auch sagen, relativ schwierig, diese einzelnen Faktoren in ihrer Tragweite entsprechend abbilden zu können, weil wir hier in Deutschland keine individualisierten Daten haben zu Bildung, Einkommen, Arbeitslosigkeit, Pflegebedürftigkeit, alleinstehend oder in Familie lebend und so weiter. Das sind Faktoren, die die Inanspruchnahme durchaus modifizieren. Es geht also nicht so sehr um die Geografie, sondern es geht um diese teilweise geografisch anders verteilten individuellen Risikofaktoren, die aufgenommen werden müssten. Die besondere Herausforderung ist, dass die Regionen, in denen diese Risikofaktoren besonders ausgeprägt sind, ländliche Regionen beispielsweise in Abwanderungsgebieten, neue Bundesländer, dass die ja dann nicht in eine Situation kämen, die dazu führt, dass sie bei entsprechender
Berücksichtigung beispielsweise einer niedrigeren, systematisch niedrigeren Anspruchnahme benachteiligt werden, wenn diese Inanspruchnahme auch durch solche Faktoren begünstigt ist. Sie sehen also hier eine entsprechende Karte, die bereits veröffentlicht worden ist im Bericht dieser BVA-Kommission, die eben einfach nochmal zeigt, dass es systematische Über- und Unterdeckungen nach bestimmten Regionen gibt, die üblicherweise eben einem Stadt-Land-Profil folgen. In Abwanderungsregionen haben wir häufig eine Überdeckung, aber nicht immer. Das heißt, es gibt also durchaus auch Ausnahmen, die erklärungsbedürftig sind. Das heißt, eine simple regionale Variable würde diese Antwort eben nicht geben. Wir haben auch enorme Unterschiede in der stationären und vertragsärztlichen Versorgung, was die regionalen Fallzahlen angeht, bezogen auf die Wohnbevölkerung nach Kreisen beispielsweise, wobei die stationäre Versorgung hier wesentlich stärker differenziert nach Kreisen als die ambulante Versorgung, also etwa doppelt so viel regionale Unterschiede in den Fallzahlen wie im ambulanten Bereich. Teilweise wird das durch Substitution, also Verlagerungsprozesse beispielsweise erklärt, teilweise aber nicht. Und das sind genau die Fragen, um die es dann hier geht. Ist das etwa sozusagen zu viel oder zu wenig in Anspruchnahme? Ist es angebotsinduziert? Ist es nachfrageseitig bedingt? Dieses zu entwirren wäre genau die entscheidende Aufgabe. Und dabei wäre eben zu berücksichtigen, dass wir derzeit folgendes Paradoxon finden. Wenn wir die geografisch bedingte Verteilung dieser zusätzlichen soziodemografischen Risikofaktoren analysieren, stellen wir fest, dass insbesondere in diesen Abwanderungsregionen, wo eigentlich diese Risikofaktoren besonders ausgeprägt sind, also Arbeitslosigkeit, auch ein höherer Anteil von Pflegebedürftigkeit, niedrigeres Einkommen, teilweise schlechtere Bildung, weil die Bildungswanderung in die Städte eben sozusagen dort zur Konzentration der Bildung führt, dass in diesen Regionen systematisch niedrigere Inanspruchnahme-Variablen zu beobachten sind, obwohl wir dort eine höhere kollektive Risikoausprägung haben, sodass wir bei rein geografischer Betrachtung zu dem Schluss kämen, dort, wo diese Risiken stärker ausgeprägt sind, müsste weniger Geld hinfließen. Und das wäre natürlich kontraproduktiv. Es geht also um zwei Dinge. Wir müssten mit dieser rein statistischen Herausforderung so umgehen, dass die Daten individualisiert erhoben werden, dass wir also zwischen einem Arbeitslosen in den neuen Bundesländern und einem Arbeitslosen in den alten Bundesländern zwischen erwerbstätig und arbeitslos in den alten und erwerbstätig und arbeitslos in den neuen Bundesländern unterscheiden können. Und da sehen wir auch, sind die Risiken analog verteilt. Das heißt, die Arbeitslosigkeit fördert die Inanspruchnahme. Aber wir haben ein niedrigeres Inanspruchnahmeniveau, beispielsweise in den neuen Bundesländern. Und dieses würden wir ungern verfestigen wollen, wenn es darauf zurückzuführen ist, dass es Faktoren sind, die zum Beispiel auf eine geringer ausgeprägte Infrastruktur zurückzuführen sind. Dort, wo bestimmte Versorgungsangebote nicht vorhanden sind, können sie eben auch nicht in Anspruch genommen werden oder sie werden selten in Anspruch genommen, weil die Wege eben entsprechend lang sind. Und diese Faktoren dürften sozusagen nicht verfestigt werden, wenn man davon ausgeht, dass diese Leistungen wichtig sind. Deshalb die Überlegung, den reinen Risikoausgleich durch einen Anreizmechanismus zu ergänzen, der darauf hinausläuft, dass bestimmte Parameter der Versorgungsqualität, und hier geht es um die Bevölkerung, letztendlich also Versorgungsqualität für die Bevölkerung in einem Raum erreicht werden. Nicht nur für die einzelne Kasse, sondern für die gesamte Bevölkerung in diesem Raum und der Beitrag der einzelnen Kasse dazu berücksichtigt wird, vorausgesetzt die Kasse, und das ist ja die Grundannahme, kann dies perspektivisch im Zeitablauf durch ihre Vertragsgestaltung auch beeinflussen. Der Vorschlag würde darauf hinauslaufen, dass die Zuweisung eben nicht nur eine risikoabhängige Zuweisung ist, sondern eben auch in einem wachsenden Anteil davon abhängig gemacht werden, dass für eine Bevölkerung im Mittelwert bestimmte Ziele erreicht werden oder zumindest eine Veränderung in Richtung dieser Zielerreichung dargestellt werden kann.
Der Umsetzungsvorschlag wäre tatsächlich zweischrittig vorzunehmen. Sie haben die Komplexität der Diskussion ja vorhin mitbekommen. Es ist nicht anzunehmen, dass innerhalb einer ganz kurzen Zeit diese vereinfachte Erweiterung der Risikoadjustierung implementierbar wäre. Das heißt, hier müsste erst eine Datengrundlage geschaffen werden, die es erfordert, dass pseudonymisiert oder sehr kleinräumig, also in Holland sind es 5000 Postleitzahlbereiche auf der Fläche von Holland. Die Fläche von Holland hat etwa die Größe von Baden-Württemberg. Das heißt, wir müssten unsere kleinräumige Datengrundlage deutlich erweitern und wir müssten oder am besten pseudonymisierte Daten erheben. Diese Daten müssten im BVA zur Verfügung gestellt werden. Alleine dieser Prozess wird also eine Zeit dauern. Auf dieser Grundlage wäre es sicherlich möglich, ein Expertengutachten zu erstellen, das die Relevanz der zusätzlichen Ausgleichsfaktoren darstellt. Und auf dieser Grundlage wäre dann der letzte Schritt zu fassen, nämlich die Erweiterung der Risikokomponente umzusetzen. Der zweite Schritt, die ergebnisorientierte Finanzierungskomponente, wäre auch wieder sozusagen in zwei Komponenten oder zwei Abfolgen vorstellbar. In den ersten 5 Jahren wird nach einem einfachen Kriterienset, für das es sehr viele internationale Beispiele gibt, also nicht so kompliziert zu definieren wäre, ein Bonussystem eingeführt und, das ist wichtig, eine Veröffentlichungspflicht. Wer kriegt diese Boni und warum? Sodass also nicht nur der finanzielle Anreiz wirkt, sondern auch zugleich der Feedback-Mechanismus und der Veröffentlichungseffekt. Und der zweite Schritt wäre dann eben nicht nur in der Zukunft diese Boni zu zahlen, die sozusagen keine Minderung der Vergütungen oder der Zuweisungen an die anderen Kassen beinhalten, sondern tatsächlich einen Zu- und Abschlag auf die Risikokomponente vorzusehen. Es gibt ein interessantes Experiment in den USA für eine große Zahl von Krankenhäusern, bei denen ein entsprechender Mechanismus bereits implementiert worden ist. Warum soll es nicht auch für Krankenkassen in ähnlicher Weise funktionieren können? Und eben wichtig hier wiederum die Veröffentlichungskomponente. Die Begleitmaßnahmen, ohne die wahrscheinlich die Anreize nicht wirken werden. Es muss einen Innovationsfonds geben, der auch für Investitionen Mittel bereitstellt, eben in den Regionen, wo tatsächlich über Jahre hinweg ein gewisser Aufbau von Versorgungsstrukturen erforderlich wäre. Es muss oder sollte vielleicht eine Öffnung des Kollektivvertragsrechts geben, um kassenspezifische Verträge abschließen zu können, weil die Forderung, die ja im Bericht steht, die KVen sollen einen gewissen Anteil der Vergütung auf qualitätsorientierte Vergütungen verwenden, setzt auch voraus, dass sie hierfür entsprechende Verträge abschließen können. Wenn es keinen Anreiz gibt, diese Verträge mit KVen abzuschließen, wird es nicht stattfinden. Und schließlich die Berechtigung der Krankenkassen regional die Beitragssätze etwas differenzieren zu können, also einen Zusatzbeitrag gegebenenfalls erheben zu können, kann wichtig sein, weil der finanzielle Spielraum für entsprechende Differenzierungen einfach existieren muss. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, meine Damen und Herren, jetzt haben wir noch genau 5 Minuten für die Diskussion, aber ich denke, wir alle sind der Überzeugung, jedenfalls für die Kommission kann ich das sagen, diese Ergänzungen, Statements zu unserem Bericht waren für uns sehr hilfreich, sehr interessant. Wir alle, aber hier die Kommissionsmitglieder genauso wie die Referenten, interessieren sich jetzt natürlich dafür, wie Sie die Sache sehen. Deshalb wäre mein Vorschlag, die 5 Minuten, die wir noch haben, nutzen wir für Statements aus Ihren Reihen. Wer kann denn überfallartig uns etwas zu seinen Eindrücken erzählen? Ja, bitte. Vielleicht stellen Sie sich kurz vor. Ostendorf aus Hamburg, Klinik. Das sind wunderbare Entwicklungen, die Sie aufzeigen mit allen Problemen.
Der konkrete Punkt für uns im Krankenhaus ist, was geschieht mit den DRGs, von denen wir zutiefst enttäuscht sind. Die DRGs sind unter drei Voraussetzungen mit Transparenz, Wirtschaftlichkeit und erhöhter Qualität angetreten. Alles drei ist nicht eingetreten oder war vorher schon da, wie die Verkürzung der Liegezeiten. Und wenn das Jahre, Jahrzehnte dauert, ehe wir von dem Instrument befreit werden, hat es viel Unheil angerichtet. Ein Nachteil ist unter anderem, der kaum anklingt, die Erziehung der jungen Assistenten erfolgt nur noch unter dem Begriff der Ökonomisierung. Die kriegen eine völlig falsche Vorstellung vom Arzt-Patienten, Beziehung und Verhältnis, müssen am Wochenende angeben, ob sie DRG-gerecht aufgenommen, verhandelt, entlassen haben. Da werden jetzt schon Tabellen angelegt, wer es gut oder wer schlecht im Monatsschnitt ist. Das sind entsetzliche Entwicklungen. Ja, danke. Ich guck mal, möchte das jemand kommentieren? Gerne, ne? Habe ich gehört. Ja, vielen Dank. Sie haben natürlich hundertprozentig recht. Und Deutschland ist mal wieder so wie immer, schneller als alle anderen. Ja, wir haben ja ein bisschen Erfahrung gehabt oder nicht Erfahrung gehabt, sondern wir haben Australien übernommen, haben ein bisschen angepasst, aber dann möglichst schnell eingestiegen in das System. Und ja. Und dann noch immer besser gemacht, als wie wir Deutschen halt so sind. Ja. Und das führt zu diesen unsäglichen, wie Sie das richtig jetzt eben dargestellt haben, Auswirkungen. Und also wenn irgendwann eine Zeit reif ist, dann ist sie jetzt reif. Um das Vertrauen in die Ärzte wiederzugewinnen, müssen wir uns von diesem System, wie es jetzt ist, also wenn ich sage trennen, ist das vielleicht ein Stück weit zu weit, aber wir müssen es maximal verändern. Denn so wie es jetzt ist, geht es überhaupt gar nicht mehr. Ja, jetzt hat der DGB das Wort. No. Vielen Dank, Lambertin, Deutscher Gewerkschaftsbund. Nahezu alle von Ihnen sind davon ausgegangen, dass die Leute sich mehr mit ihren Krankheiten beschäftigen müssen Experten in eigener Sache werden, wie es im Kommissionsbericht heißt, müssen Feedback geben zur Qualität. Ich habe mal eine Frage, wie Sie sich vorstellen, wie die Leute das alles bewerkstelligen sollen. Also die rein praktische Frage zum Beispiel Gesundheitserziehung als Fach in der Schule. Was soll denn bei 12 Jahren Schule im besten Sinne, vielleicht auch nur bei 9 oder 10 Jahren, welches Fach soll denn dafür wegfallen? Welche Elementarbildung soll denn dafür wegfallen? Erwarten wir demnächst auch, dass jeder Arzt dem Schornsteinfegermeister auch als Experte in eigener Sache erzählen kann, wie der Schornstein am besten auch eine lebensbedrohliche Sache zu regeln ist. Hat der Beschäftigte, hat der Patient nicht den gerechtfertigten Anspruch für die Tausende von Euro, die er jedes Jahr an Krankenversicherung bezahlt, zum Arzt hinzugehen und dafür, wie als wenn er sein Auto in der Werkstatt abgibt, dafür die beste Leistung zu bekommen, muss seine Anstrengung noch größer werden und wie wollen Sie das praktisch umsetzen? Ja, Herr Lambertin, da kriegen Sie natürlich gleich 2 Antworten, eine von Herrn Klemperer, eine von Herrn Wasem, sogar 3 und eine von Herrn Neugebauer. Nur ein einziger Satz, ich selber habe einen mühseligen Lernprozess hinter mir, dass das Beispiel mit der Werkstatt nicht hinhaut. Muss ich Ihnen ehrlich sagen, ich bin angefangen mit einem sehr technizistischen Verständnis von der Patienten-Arzt-Interaktion und habe von meiner Frau, die Krankenschwester, ist viele Jahre dafür Prügel bekommen und inzwischen denke ich, das Bild ist wirklich schief. Klemperer Haus aus Hamburg. Also ich denke, es wäre schon viel gewonnen, wenn die Medien sich mal ein bisschen sachlicher zu den verschiedenen gesundheitspolitischen Themen äußern würden. Dann würde, glaube ich, mehr Aufklärung als Skandalisierung möglich sein. Aber ansonsten bin ich auch der Meinung, wer das so will, der soll sich auch vertrauensvoll an seinen Arzt wenden können. Wir als Hausärzte würden natürlich am liebsten eine Primärarztebene sehen, wo sich ein Patient auch bei uns einschreibt und auch dadurch, Herr Neubauer, einen Vertrauensbeweis dafür liefert, er will sich ein Jahr an einen Arzt binden und überlässt ihm die Beratung und auch manchmal die Entscheidung für weitere Behandlungsschritte. Und das ist ja möglich in dem § 73b, der wurde allerdings eher negativ in der Expertise erwähnt. Also ich bin mit Ihnen der Meinung, man kann diese Verpflichtung der Krankenkassen gerne abschaffen. Aber Herr Moormann, der mit uns ja nicht so gerne redet, braucht dann noch wahrscheinlich 8 Jahre,
in denen er verpflichtet ist, mit uns was zu machen, damit die Hausärzte in Hamburg überleben können. Und ich denke, das Wichtige ist, wenn sich das dann in diesen 8 Jahren von Hausarztverträgen in solche Netzstrukturen überleiten lässt, dann wäre das die ideale, das Ziel ist da nicht konform, aber der Weg, da ist noch ein langer Weg. Ja, danke, Herr Moormann, Sie waren sich direkt angesprochen. Ja, zu der eigentlichen Frage erstmal, es ist ja schon so, dass wir als gesetzliche Krankenversicherung auch versuchen, unseren Versicherten eine Orientierung zu geben. So, ich hatte es auch mit dem Klinikkompass und so weiter mal dargestellt, dass wir Qualitätsdaten verdichten und dann eine Information an unsere Versicherten geben. Also ein Beitrag ist da auch bei der gesetzlichen Krankenversicherung. Vielleicht nicht bei allen, aber spielt auch eine Rolle. Mit den Ärzten spreche ich persönlich sehr oft und sehr häufig, zum Beispiel am Freitag mit Herrn Plassmann. Der ist aber immerhin Vertreter. Gut, okay. Ist aber auch egal. Nee, was mir wichtig ist, das ist vielleicht vorhin auch nochmal untergegangen, eine differenzierte Betrachtung ist wichtig. Es gibt nicht das Krankenhaus, es gibt nicht den Arzt, es gibt auch nicht die Krankenkasse. Das heißt, wenn wir über Fehlentwicklungen sprechen, dann sprechen wir nicht darüber, dass alle sich so verhalten, sondern dass es Einzelne gibt. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, dass man nicht zu sehr verallgemeinert. Und wir pflegen den Dialog sehr intensiv mit den verschiedenen Vertragspartnern, die wir da auch haben. Gern auch mit Ihnen. Ich habe auch eine. So, jetzt im Interesse, dass Sie noch alle Ihren Kaffee bekommen, weil es geht hier schon um 16.15 Uhr schon weiter. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank auch, dass noch so ein kurzer Austausch möglich war. Um 16.15 Uhr geht es hier schon weiter. Der Kaffee ist wieder die Treppe runter, links, rechts und in der Mitte. Ich danke Ihnen.